Also Alena Gerber hat das hervorragend gemacht und ich bin sowieso ein großer Fan von ihr und deswegen muss ich sagen, Hut ab. Ja, Alena ist uns ja nicht unbekannt. Sie hat uns auch bei der Eröffnung ja bereits hier moderiert und entsprechend einen Kurzfilm gedreht als Imagefilm. Entsprechend wussten wir, dass wir mit ihr eine gute Wahl treffen und ich denke, das hat sie auch heute wieder bewiesen. Wenn man mich als Moderatorin bucht und bekommt, weil ich mache nur Sachen, hinter denen ich auch wirklich stehe, so wie die Veranstaltung heute, dann bekommt man 100% Alena und eine Moderatorin, die wirklich Freude hat an der Sache. Und ich liebe den Job wirklich und ansonsten wäre ich heute Abend nicht hier. Und wenn ich mich für ein Engagement entscheide, dann stehe ich wirklich zu 100% dahinter, beiß mich rein und habe wirklich sehr viel Freude. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Ich persönlich freue mich sehr, dass ich Sie heute durchs Programm führen darf, denn ich kann Ihnen versprechen, uns erwartet ein wirklich toller Abend. Wir haben super schöne Mädchen, die sich gerade hinter der Bühne fertig machen und wir haben die Besten der Besten in der Jury sitzen. Und bevor es gleich losgeht, bitte ich aber nochmal Herrn Drahtschmidt zu mir auf die Bühne von Foto Video Sauter. Wo haben wir ihn denn? Applaus für Herrn Drahtschmidt. Teilen wir uns jetzt ein Mikrofon. War das so geplant? Ich habe nichts dagegen, aber... So ist noch besser. Herr Drahtschmidt, letztes Jahr waren wir in der Residenz, dieses Jahr bei Foto Video Sauter. Wieso? Also das Hobby Fotografie ist für viele Jahre ein Thema, nach dem sie nach Motiven suchen, meistens nach schönen. Da haben wir uns das Thema Beauty natürlich ausgesucht. Und ich denke, durch den heutigen Tag, den haben wir demonstriert, wie das Post-Production, also von der Aufnahme des Bildes, vorher das Make-up und wie das Bild dann im Endeffekt entsteht und gedruckt wird, unten den Tag genutzt, um das zu zeigen. Und jetzt haben wir die Gelegenheit nutzen können, für die Abendzeitung den Event bei uns stattfinden zu lassen. Als Hauptsponsor sind wir da stolz und dann wünsche ich Ihnen heute eine gute Unterhaltung. Vielen Dank. Danke, dass Sie es mitgekommen haben. Danke. Dann möchte ich Sie gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir sind alle wahnsinnig gespannt, wie unsere Kandidatinnen nun wirklich aussehen. Und darum sage ich... Bitte Bühne frei für unsere Mädchen. Also ich muss sagen, ich arbeite wahnsinnig gerne als Model, mache das jetzt aber seit 12 Jahren und ich bin nicht mehr aufgeregt vor Shootings oder vor Shows. Beim Fernsehen auch nicht, denn ich habe nur mein Kamerateam, die kenne ich, das macht Spaß und ich liebe es und es geht mir wirklich ans Herz. Also ich liebe, was ich tue, total, aber vor Publikum zu moderieren, du bekommst die unmittelbare Reaktion und wenn dich jemand mag, spürst du das sofort und wenn dich jemand nicht mag, spürst du das sofort und von daher, da ist der besondere Nervenkitzel bei und das liebe ich schon besonders doch. Und Julia, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass euer AZ-Shooting gleich zweimal ins Wasser gefallen ist. Was ist passiert? Ja, Lea, du bist die Größte von allen, wie ich sehe. Liegt das bei euch in der Familie? Meine Mama ist kleiner als ich. Ist die Mama da? Ja. Ja, die Mama ist kleiner. Lea, warum würdest du gerne in die Modebranche einsteigen? Jetzt kommen wir zu Franziska und Franziska hat einen wahnsinnig spannenden Beruf, wie ich finde. Dafür dreht sie schon die Augen. Franziska organisiert nämlich Reisen für Araber und Russen, die sich in Deutschland operieren lassen. Ja, das stimmt. Du süße Maus, kleine Strahlefrau. Was macht dich aus? Beschreib dich mal in 3 Worten. Über dich habe ich herausgefunden, dass du nicht nur wunderschön bist, sondern du hast noch ein ganz großes anderes Talent, stimmt's? Ja, ich tanze Streetdance. Würdest du dich trauen, wenn ich dich jetzt hier überfalle, würdest du uns ein kleines Tänzchen aufs Parkett legen? Ich kann es versuchen, ja. Ja, das wollen wir alle sehen, bitte! Immer gut.
Wenn ich dich sehe, geht's ja auch immer gut. Ah, danke schön. Die Mädchen haben Angst vor dir, aber dazu kommen wir später noch. Oh mein Gott. Ja. Bin ich so angsteinflößend? Nein, du bist so autoritär und so wichtig in der Modebranche. Ach mein Gott. Wir unterhalten uns später noch. Ich fange mit Lola an. Hallo Lola, freut mich, dass du hier bist. Hallo. Hallo, freut mich auch sehr. Also angenommen, du müsstest jetzt für ein kommendes Shooting casten, du wärst glücklich mit unserer Auswahl. Ja, da wären schon einige dabei, nicht nur eine, ja. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir wollen uns die Mädchen angucken, und zwar in deinen Dirndln. Applaus für die Mädchen im Dirndl von Lola Parkell. Ja, die Dirndl haben mir gut gefallen, so eins hätte ich auch gerne. Dann bleiben Ihnen zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen zu Lola und kaufen eins ihrer Dirndl, aber ich weiß, Sie sind kein Schnäppchen. Oder Sie machen den vierten Platz bei unserer schönen Münchnerin heute, denn genau das erwartet die vierte Gewinnerin. Die dritte Dame bekommt eine Reise, Nummer zwei ein Collier von Juwelier Friedrich. Und unsere Gewinnerin erwartet nichts Geringeres, als unter Vertrag genommen zu werden von Luisa Models, Deutschlands beste Modelagentur. Dafür bitte nochmal einen Applaus. Luisa, jetzt komme ich zu dir. Hast du schon eine Favoritin erspäht? Aber natürlich. Ja, so eindeutig? Ganz eindeutig. Okay. Da sind wir natürlich ganz gespannt, weil das darfst du noch nicht verraten. Aber was ist im Moment eher schon? Was ist im Moment angesagt? Was kommt im Moment gut an in der Modebranche? Also man muss natürlich eine gewisse Größe mitbringen. Ein gewisses Alter, man sollte nicht über 20 oder 22 sein. Und man muss natürlich auch eine gewisse richtig tolle Ausstrahlung haben. Schöne Haut, schöne Haare. Und da habe ich mir eine ganz besondere hier heute Abend rausgeguckt. Das kann man nicht sagen. Nein, aber ganz bald darfst du sagen. Ich danke dir. Applaus für Luisa. Danke. Was gibt es in der Gewinnerin mit in ihrem Model-Lebensstart? Ja, sie muss sehr viel Ehrgeiz entwickeln. Sie muss darauf hören, was Luisa ihr sagt. Sie wird sich umgucken, denn das Model-Business ist anders als erwartet. Und es gehört wirklich sehr, sehr, sehr viel Biss dazu. Man braucht schnell eine dicke Haut. Man darf sich nicht zu nahe nehmen, wenn Kunden, Caster, wer auch immer sagt, du bist ungeeignet für diesen und jenen Job. Es wird immer wieder passieren, dass du nicht geeignet bist. Dafür kommen fünf andere Jobs und nie unterkriegen lassen. Immer wieder aufstehen, egal wie oft man hinfällt oder umgeschuckt wird. Immer wieder aufstehen und nicht die Freude daran verlieren. Habe ich Ihnen zu viel bekommen? Sehr, sehr schön. Und ein besonders hübsches Mädchen im Publikum, wie ich sehe. Das ist unsere Vorjahressiegerin Marie. Applaus. Hallo Marie. Wie hast du dein letztes Jahr verbracht? Du bist die schöne Münchnerin 2013. Wow. Ja, also ich hatte natürlich ein paar Modelaufträge. Es geht natürlich noch nicht so viel, weil ich ja gerade mein Abi mache. Aber hat Spaß gemacht alles. Und ich bin viel mit meinem Auto. Jetzt hast du uns doch den Kamin genommen. Denn was ich Ihnen vorenthalten habe, sehr geehrte Damen und Herren, die Gewinnerin bekommt nicht nur einen Vertrag bei Luisa Models, nein, sie bekommt einen Opel Adam im Wert von 16.600 Euro von Häusler. Wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Herr Rotemund, willkommen zu mir. Wollen Sie uns ein bisschen was über Ihr schniekes Auto erzählen, das da unten steht? Ich bin sehr neidisch. Gut, ich meine, der moderne Mensch bewegt sich mit seinem demonstrativen Konsum, und ein Auto ist ein gutes demonstrativen Konsums, immer im Spannungsfeld zwischen sich anpassen und sich abheben, sich differenzieren. Ja? Beim Adam, gibt es 1 Million Möglichkeiten, das Fahrzeug zu spezifizieren. Bei 1 Million Möglichkeiten werden zum Beispiel auch die Damen, die jede für sich wunderschön ist, aber jeder ein bisschen anders. Und so wie die Luisa, schaue auch ich in die Augen und stelle mir vor, was für eine Seele hinter dieser Schönheit ist. Moment, welche Augenfarbe habe ich? Das wollen wir gleich mal überprüfen. Sie sind zwar eine wunderschöne Frau, aber Sie stehen jetzt nicht zur Wahl.
Nochmal, hier ist für jeden etwas dabei, gerade in der Stadt, ein kleines schickes Fahrzeug, wunderbar zu differenzieren, schick, wie die Damen hier auch sich präsentiert haben. Vielen, vielen Dank. Unsere Gewinnerin darf sich nämlich ihre Konfiguration selbst aussuchen. Vielen Dank. Als nächstes sehen wir die Kandidatinnen in einer Modenschau von LST. Und ich bin sehr gespannt und bitte die Mädchen auf die Bühne. Danke. Es gab eine Probe, ich habe die Texte geschrieben und zwar erst gestern Abend und habe dann alles wieder über Bord geworfen und habe gedacht, nee, im Grunde genommen möchte ich das ganz locker flockig aus der Hand machen und ich bin immer ein Fan von keine fixen Texte auf den Karten haben, weil dann kommt es einfach immer ein bisschen luftiger, lockerer rüber und so habe ich das dann heute gemacht. Ich war dann echt noch ganz entspannt beim Mittagessen und bin dann irgendwann hier eingetrudelt am Nachmittag, habe mit den Mädchen eine Probe durchgemacht und hat gut geklappt, ja. Wunderschöne junge Damen in wunderschöne Mode von München mit. Ich wende mich wieder meiner lieben Jury zu. Vielleicht wurde die Entscheidung inzwischen nochmal revidiert oder seid ihr immer noch bei der gleichen Dame? Also ich bin immer noch bei der gleichen. Wie schaut es denn bei dir aus, Alice? Du bist Gewinnerin von 2011. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Hallo. ja, also bei der 1 bin ich sicher, bei der 2 auch, aber die 3 ist nicht, oder weiß ich nicht. Okay, es bleibt zumindest bei 2 und 3 geht spannend. Jörg, du als Starfotograf, worauf legst du am meisten Wert? Auch meine Favoritin steht schon, aber wir haben auch noch ein bisschen was zu entscheiden, auf Platz 2 und auf Platz 3. Also sprich, ihr seid euch quasi wirklich alle einig, was Nummer 1 angeht. Alex? Also ich finde alle wirklich gut und habe erstmal größten Respekt vor jedem, der ein Talent hat und das auf die Bühne bringt zum ersten Mal. Ja. Und ich stelle fest, dass es tolle Mädchen in München gibt und eine kann nur gewinnen. Ich habe momentan 3 Favoriten. Wie sieht es mit Ihnen aus? Es sind auch 3 und ich bin gespannt auf den Abgleich mit den wirklichen Profis aus der Branche gleich. Angenommen? Nee, es gibt ja gar keinen Durchlauf mehr. Ich habe gedacht, vielleicht kommen die Mädchen gleich in heißer Bademode und sieht alles nochmal ganz anders aus. Aber so ist es nicht, denn eure Entscheidung ist jetzt zu fällen. In wenigen Minuten erwarten wir euer Urteil. Ich bitte euch, euch zurückzuziehen. Vielen, vielen Dank. Bis dahin vertreiben wir uns die Zeit nochmal mit der grandiosen Barbara Thaler und ihren Jungs. Viel Spaß. Letztes Jahr war es in der Residenz und dann gab es ja die Probleme mit der AZ und jetzt ist es bei Foto Video Sauta. Aber wir haben das Beste rausgeholt und Babak Shaverdi hat das wirklich toll umgesetzt, finde ich. Wo ist denn Herr Babak Shaverdi? Ja. Babak? Ist Babak irgendwo in der Nähe? Tja, das musste ja passieren. Klar, irgendwas musste noch schief gehen. Ja, alle mal miteinander Baba gerufen. Baba. Baba, wo bist du denn, wenn man dich mal braucht? Ich war kurz unten, muss ich gestehen. Frische Luft schnappen. Baba, du wolltest mit dir über Bo-Konzept plaudern? Ja. Und zwar, du als Vertreter von Bo-Konzept hier heute Abend. Womit erklärst du dir diesen rasanten Erfolg von Bo-Konzept? Bo-Konzept gibt es seit 60 Jahren, wir alle lieben Bo-Konzept. Korrekt. Ich würde einfach sagen, eine gute Kombination aus schönem Design. Bo-Konzept macht traumhaft schöne Möbel, sehr gute Qualität und man kann es noch bezahlen. Und die Mischung ist, glaube ich, ganz beliebt. Dementsprechend gibt es 260 Stores weltweit.
Was ist die Verbindung zu München? Ich finde, München ist eine sehr urbane Stadt und urban ist ja auch ein Schlagwort, was im Design von Buchkonzept immer wieder auftaucht. Richtig. Also wir beschreiben das Ganze als Urban Danish Design. Dementsprechend, die Möbel müssen funktional sein, sie müssen schön ausschauen und sie müssen sich der Wohngelegenheit und der Umgebung anpassen. Und das ist das Konzept von Wohnkonzept. Dementsprechend kann man alle Möbel in jeder Qualität konfigurieren. Man kann sagen, ich möchte den Stoff, den Leder, das Modul und sich komplett individuell ausstatten. Vielen, vielen Dank, Babak, an der Stelle. Und wenn ich dich schon hier habe, weiß ich, dass ich Patricia jetzt mir auf die Bühne hole, denn wir sind dir alle wahnsinnig dankbar, für was du hier auf die Beine gestellt hast. Ich sehe gerade deine Augen, du hast damit nicht gerechnet, aber wirklich, dass wir heute Abend überhaupt hier sind, haben wir unter anderem Babak zu verdanken und das ganze Event ist auf seinen Schultern gewachsen. Applaus für Babak Scherverdi. Patricia, kommt jetzt zu mir, denn auch Ihnen gebührt unser Dank. Ein Riesenapplaus für Patricia Scherverdi. Adelinde Knorr und Greta Topp, die beiden sind nämlich für die Show verantwortlich gewesen. Vielen, vielen, vielen Dank. Du siehst ja mal wieder fantastisch aus. Das ist ein Kleid von Flip, was ganz kurz vor der Show gekommen ist und ich wollte es eigentlich schon von Anfang an tragen, weil es ist atemberaubend und es kam aber ein bisschen zu spät, darum habe ich erst ein eigenes getragen, aber jetzt kam ich noch in den Genuss. Die besondere Überraschung, die ich gerade angesprochen hatte, war, bei uns geht heute niemand mit leeren Händen nach Hause, denn auch die Mädchen Nummer 4 bis 10, beziehungsweise 5 bis 10, bekommen einen Trip in der Alpenkabanisserei. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Überraschung. Also ihr dürft euch zumindest auf ein Bild machen. Und ich schnappe mir jetzt Lola, denn Lola und ich werden den Platz 4 bekommen. Nina ist unsere physische Mentorin. Einen riesen Applaus für Nina. Die größte Furcht ist eigentlich unbegründet, weil das wäre im Grunde genommen, wenn man seinen Text vergisst, aber dafür hat man ja diese kleinen schlauen Blättchen für den Notfall, wo man immer mal drauf sehen darf. Das ist dann auch ganz erlaubt. Man macht einfach so und schon weiß man wieder, wo der Anschluss ist. Weißt du die Nummer der Drittplatzierten? Ja. Nummer 9. Nummer 9. Ja. Corbinian Friedrich von Juwelier Friedrich. Hallo. Hallo, grüß dich. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wissen Sie die Nummer 2 schon? Wissen Sie, welche Nummer es ist? Ich traue mich nicht zu raten. Dann ist hier Ihr Umschlag. Okay, jetzt wird's spannend. Welches Mädchen ist die Vize-Schöne Münchnerin 2014? Sind Sie soweit? Okay, Sie auch? Ich bin soweit, ja. Die zweite Siegerin dieses Jahr, Platz 2. Start Nummer 5, Lea! Lea. Wie fühlst du dich als Vize-Schöne Münchnerin 2014? Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es hat alles geklappt, mehr oder weniger bis auf den kleinen Fauxpas, dass gegen Schluss die Vorjahressiegerin die falsche Nummer als Gewinnerin verkündet hat. Das war ein bisschen unangenehm, aber auf der anderen Seite auch irgendwie witzig. Wir werden es alle nicht vergessen. Die schöne Münchnerin 2014. Trägt die Startnummer 1. Die Nummer 1 ist die Startnummer 8, Marie, aber das ist gar nicht und es tut mir. In dem Moment habe ich mich einfach in die Lage der vermeintlichen Gewinnerin versetzt, die ja schon Freudentränen hatte und in Windeseile wurden es dann Tränen der Enttäuschung. Das tat mir so leid. Aber auf der anderen Seite, ich muss wirklich sagen, es ist eine schöne Geschichte und die werden wir uns in 20 Jahren vermutlich noch erzählen.
Veronika, dann muss ich die Siegerin nennen. Okay, also Fälle passieren und das war auch schön für mich gehört. Aber also die Nummer 1. Die Nummer 1, der ganz zufällig von Glücksnummer, dann freue ich mich auch drüber. Und die Nummer 1 für heute Abend ist Nummer 8, Sabine Fischer. Gedacht, wir können sie nicht einfach so von dann ziehen lassen, wir müssen ihr noch wenigstens irgendwas schenken und dann, jetzt hat sie wenigstens noch eine Kamera, eine coole Leica-Kamera. Ich habe eine spontane Idee. Unsere Mädchen bekommen ja jetzt alle noch die Preise der Alpenkabanisserei, aber bleiben Sie hier. Ich finde, Veronika muss irgendwie vergütet werden, dass Marie gerade fälschlicherweise ihren Namen vorgelesen hat. Schauen Sie mal. Sie war die schöne Münchnerin für eine Sekunde. Das können wir nicht so stehen lassen. Dann verspreche ich hiermit, dass du von uns noch eine Leica C bekommst. Ich muss die Alena einfach danken, sonst hätte ich nichts. Jetzt habe ich eine Kamera und einen Workshop und ganz viel Aufmerksamkeit. Ja, das hat sie sehr gut gerettet. Ich finde es auch sehr lieb, dass die vermeintliche Gewinnerin auch eine Kamera bekommen hat. Und ja. Wir wollen natürlich hier, weil sie war ja am Anfang natürlich fast in Tränen ausgebrochen, wir waren überrascht, wie sie das nach hingenommen hat und wie sie gewendet hat, darum der Gewinnerin der Nummer 8 dann eben zu gratulieren. Das fanden wir echt spitze und haben dann kurzerhand entschieden, mit Zusammenarbeit mit der Firma Leica ihr auch eine Kamera zu schenken und eben einen Fotokurs dazu, dass sie auch lernt, mit der Kamera richtige Bilder zu schießen. Mein Eindruck ist, deine größte Stärke ist, du kannst spontan, humorvoll und witzig sein auf der Bühne. Das ist, würde ich sagen, das ist deine größte Stärke, oder was meinst du? Ich nehme das dankend an, wenn du das so siehst. Das macht mich sehr, sehr stolz, dass du das sagst. Danke. Wie geht's dir? Du siehst immer, dass ich drücke. Wie ist es, so knapp dran vorbeigeschlittert, erst vermeintlich und dann doch gewinnen? Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Gott, sind das schöne Freudentränen. Wahnsinn. Bitte nochmal einen Riesenapplaus. Wir haben die schönste Münchnerin. Wir machen hier mal so weiter und ich wünsche Ihnen einen grandiosen Abend. Entspannen Sie sich, haben Sie Spaß. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.